MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Yo, wir sind auf dem Ultimate Team Account. Und ja, heute machen wir mal wieder so ein bisschen, ja, Pack-Play und so ein kleines Teambuilding im Hintergrund. Ja, warum kleines? Ich wollte ja die 352 auf jeden Fall auf Next-Gen mal wieder austesten. Und ja, da wurde mir gestern so ein Team geschickt vom BTG aus dem Forum. Und ja, ich habe mir das mal angeguckt. Von den Workrates her sieht das mal ziemlich nice aus. Und deswegen werden wir das, denke ich, mal testen. Mal gucken, was ich da für eine Taktikeinstellung spiele. Also das heißt, ob wir da vielleicht auf Defensiv und hoher Druck oder was weiß ich. Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Aber auf jeden Fall erstmal eine Dreierkette. Ich denke, wir werden sie erstmal ganz normal testen. Und dann können wir ja immer noch im Nachhinein irgendwas ändern. So, jetzt erstmal hier ein Päckchen gezogen. Dann habe ich eins ganz vergessen. Ich weiß nicht, vielleicht bringt es euch ja jetzt auch noch was. Das habe ich, ich wollte es eigentlich vorher bringen, aber jetzt ist ja Silvester sozusagen schon fast rum. Das heißt, wir sind jetzt schon im neuen Jahr. Und ja, ich wollte eigentlich noch bekannt geben, dass man in dieser Silvesternacht sehr gut traden könnte. Es gibt ja welche, keine Ahnung, entweder weil sie noch zu jung sind oder was weiß ich, die halt nicht unbedingt feiern gehen. Und diese Leute könnten natürlich dann in dieser Zeit von 23 bis irgendwann morgen früh relativ gut traden. Das heißt, dieses Video kommt um 3 Uhr morgens, am 1. müsste jedenfalls so sein. Und ja, dann könnt ihr immer noch, falls ihr dieses Video direkt seht, mal gucken, ob vielleicht irgendwas Tradebares da rumliegt. Am besten wäre natürlich die Zeit gewesen zwischen 23 und 1 Uhr. Aber jetzt, falls ihr das Video gerade seht, könnt ihr ja mal gerne auf dem Markt vorbeischauen, ob da vielleicht irgendwas ist. Es könnte sehr gut sein. Ich werde da nicht die Zeit für haben, aber vielleicht habt ihr sie ja. Und deswegen das vielleicht nochmal kurz so auf dem Weg. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit dem Team an. Das Team hat aber, ich glaube, wir haben eigentlich fast alle Spieler. Wir müssen so, muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, wir müssen so 2 Spieler kaufen oder 3. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall haben wir schon sehr viele. Aber das Team hat mir halt einfach gefallen, vor allem von den Workrates her. Die passen im Prinzip alle. Und ja, deswegen bauen wir das jetzt. Ich nehme hier nochmal zweite Bundesliga mit. Vielleicht bringt es ja was. Und der Rest kommt wieder weg. So, na, gucken wir mal. Ich habe gedacht, vielleicht sind heute irgendwelche Special Packs drin. Leider Gottes nicht. Es sind nur irgendwelche komischen Verbrauchsobjekte-Sets drin. Hier, da haben wir die. Ja, 3000 Coins, 8 goldene, ein seltenes, 12 Verbrauchsobjekte insgesamt. Wir können ja mal eins ziehen. Also ist jetzt irgendwie nichts sonderlich Pralles. Und ich denke mal, man würde die Verbrauchsobjekte auch günstiger bekommen, wenn man sie einfach so kauft. Also viel Sinn machen diese Sets jetzt nicht unbedingt. Ja, hier sieht man schon einen Shiny-Vertrag, 2 Fitnesskarten, nochmal Arm, dann hier Schießen, Passen, Powerhouse und dann noch 2. Bundesliga Österreich. Ist hier noch was? Nee. Also es bringt im Prinzip überhaupt nichts, aber naja. Da hätten sie jetzt lieber nochmal an... Na gut, vielleicht kommen heute Abend nochmal andere Packs. Also wo ich das jetzt aufnehme, haben wir den 31. Dezember um 13 Uhr mittags. Und ja, vielleicht kommt heute Abend ja noch was, aber hier bei den Goldsets ist leider Gottes nichts Specialhaftes dabei. So, jetzt gucken wir erst nochmal ganz kurz hier auf der Transferliste vorbei, ob sich da was getan hat. Anscheinend ja schon. Ja, Kolka ist irgendwann jetzt mal weggegangen für 8,5. Evra für 3,5 und Torisidis für 12.250. Ansonsten müssen wir mal gucken, Transferliste... Ja, da haben wir jetzt noch Hummels, Valdez. Ja, ich glaube, die können wir alle mal listen. Ich guck mal, ich würde mal sagen, so 3 Stunden müsste noch passen. Da sollten dann noch genügend Leute online sein, um auf den zu bieten. Das gleiche mit Valdez. Mit ihm hier auch. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt was bringt. Schürrle ist verlost, Nasri ist verlost, Suazo ist verlost, Marquisio, die anderen. Ja, ich stelle ich jetzt einfach nochmal so wieder drauf. Geht ja irgendwie eh nichts weg. Aber ansonsten müsste es das gewesen sein. Genau, ja, das war's. Gut, dann gehen wir mal hier auf eine leere Mannschaft. Und machen mal unser neues Team. So, ich guck mal hier. Nee, Inform ist in dem Team. Doch, ein Inform ist in dem neuen Team mit drinne. Aber den haben wir noch nicht. Den müssen wir erst noch kaufen. Boah, scheiße, ich muss gleich niesen. Ich versuch's gerade zurückzuhalten. Okay, es hat, glaube ich, geklappt. So, nennen wir das Ganze mal 352. So, da haben wir's. Und dann gucken wir doch mal.
was wir denn alles von diesem Team haben. Also auf jeden Fall Torwart, bin ich mir nicht sicher. Erstmal hier auf 3-5-2. Ja, da war's. Hier haben wir's. 3-5-2, gucken wir mal, ob wir einen Torwart haben. Nein, haben wir nicht. Obwohl, wir können Buffon auch nehmen. Ja, dann nehmen wir doch Buffon, ist eigentlich Latte. Dann kommt in die mittlere Innenverteidigung der liebe Herr Chiellini. Rechts kommt hin Thiago Silva. Hier müssen wir mal gucken. Weiß ich nicht, ob ich den habe. Aber doch, klar, den haben wir auch. Luis Gustavo kommt hier hin. Dann kommt hier hin De Rossi. Wie gesagt, es sind viele bekannte Spieler, aber die Workrates und alles passen halt einfach. Deswegen will ich das Team gerne mal so testen. Ob ich ihn hier habe, weiß ich nicht. Doch, sogar den haben wir. Okay. Und den auf der anderen Seite haben wir auch, aber der ist rechter Flügel, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Nämlich Lukas. So, den hier hinten brauchen wir noch. Dann ZOM brauchen wir auch noch. Hier vorne haben wir einen Stürmer, haben wir schon mal. Und das wäre, oder nicht? Doch, da ist er. Aubameyang, der kommt hier hin. Ist eigentlich egal wohin, aber wir stellen einfach mal rechts hin. Und ja, diese drei Spieler, die dann da noch fehlen, die brauchen wir noch. Und da können wir ja mal gucken, was die so kosten. Ich gucke jetzt gerade mal hier. Okay, die kosten so und so viel. So, dann schauen wir doch mal nach auf dem Transfermarkt, ob wir da welche finden. Zum einen wäre dann nämlich vorne im ZOM Thiago. Habe ich auch noch nicht gespielt. Gegen mich war eigentlich immer relativ gut der Junge. Und ja, den wollen wir mal testen. Und wir brauchen ihn auch für die Chemie, wie ihr gleich sehen werdet. Was könnte man dem geben? Ich muss mal ganz kurz angucken. Dann können wir mal gucken, was Chemistry Style bei ihm am besten wäre. So, vielleicht noch ein bisschen Pace und Schuss, weil Dribbling und Pass sieht eigentlich gut aus. Ja, ich glaube, ich gebe ihm Hunter. Ja, wir kaufen ihn jetzt einfach so und ich gebe ihm Hunter. Und obwohl Hunter ist, glaube ich, auf 3000 gestiegen, da sollten wir vielleicht dann doch mal gucken, ob wir so einen als Hunter bekommen. Mal schauen. Weil dann kann ich die Hunter-Karten lieber so verkaufen. 4-5 wäre auch immer noch vollkommen okay. Ja, da gibt es nämlich auch welche. Das ist definitiv besser, weil Hunter ist wieder echt gut gestiegen. So, 4000. Der sieht auch ganz gut aus mit Verträgen und Fitness. Dann nehmen wir den hier. Oh, scheiße. Ah. Ja, ihr habt es wahrscheinlich erkannt. Ich habe jetzt hier den Stürmer mitgenommen. Scheiße. Ja, gut. Jetzt zuweisen, ich glaube, dann verkaufen wir den gleich wieder. Vielleicht geht er ja für ein bisschen was weg. Ach, Mist. Scheiße, da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Sind 3 ZOMs da und nur ein Stürmer und ich kaufe natürlich den Stürmer. Naja, was soll's. Vielleicht geht er auch gut weg. Ich würde sagen, wir machen den mal auf den Transfermarkt und dann wollen wir doch gleich noch ein bisschen Gewinn machen und dann nehmen wir den mal für 6.500 drauf. Ist, denke ich mal, in Ordnung der Preis. Machen wir einfach mal 3 Tage drauf. Vielleicht geht er ja weg. Manche spielen ihn anscheinend so. Warum nicht? Ich meine, so viele Stürmer gibt es halt einfach nicht in der Bundesliga. Also richtig ordentliche. Natürlich, es gibt natürlich Mandzukic, Aubameyang, Lewandowski. Hüntela will ich mal nicht vergessen, habe ich das letzte Mal anscheinend vergessen. Aber ansonsten wird es da schon relativ dünne. Ich meine, im Gegensatz zu der Premier League, wo es um einiges mehr Stürmer gibt und auch meiner Meinung nach bessere. So, dann suchen wir jetzt hier nochmal. Und jetzt haben wir nur noch ZOMs. So, und da ist der beste, ja, hier Verträge oder... Na, nehmen wir dem und geben dem eine Fitness. So, Thiago. Dann können wir ihn jetzt mal mitnehmen. Und dann brauchen wir, wie gesagt, noch Stürmer und Innenverteidiger. Ich glaube, wir gucken erstmal nach dem Innenverteidiger. Ich habe es bis jetzt nämlich noch nicht hinbekommen, ihn zu kaufen. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich ihn testen will. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, aber ich habe ihn bisher noch nicht gekauft, noch nicht die Zeit für gefunden. Machen wir das nochmal weg und dann nehmen wir Benatia. Oder Benatia, wie man ihn aussprechen mag. Und da wollen wir natürlich den Second Inform und da wollen wir erstmal gucken, was er aktuell Sofortkaufpreis kostet. Gehe ich mal hier am besten so auf, ich würde mal sagen, so um die 60.000 müsste klar gehen. Und dann machen wir hier mal ja, so 78.000, machen wir 80.000. Da könnte eigentlich einer dabei sein. Jo, 75, 73, 73. Natürlich nur auf die 84er achten.
Das sollte klar sein. Hier ist ein Gebot drauf. 19 Minuten. Ich kann mal kurz auf die Kandidatenliste machen. 75. So, 73 hatten wir auf jeden Fall schon mal. Können wir schon mal auf 73 gehen hier? So, ich denke mal, hier können wir auch noch ein bisschen höher gehen. Machen wir so 63, 73. So. Okay, da hätten wir hier 73. Der läuft auch gleich aus. 73 auch hier. 72. 73, 73, 73. Okay, 73 scheint momentan sein Preis zu sein. Scheint auf jeden Fall auch noch am Fallen zu sein. Aber naja, 71 hier. Gerade drauf. 73, 71, 5 als Shadow. Das könnte natürlich relativ interessant sein. Ich glaube, den nehme ich sogar. Nochmal kurz eins weiter gucken, aber ich glaube, für 70 passt das. Aber wir gucken jetzt nochmal die anderen an. Vielleicht ist ja irgendeiner unter 70 sogar noch drin. 73. Nee, scheint mir nicht so zu sein. Nee, das war's. Und 71 ist, denke ich mal, auch wirklich ein guter Preis für ihn. Ich könnte jetzt natürlich noch einen besseren Preis erzielen, warten, bieten etc. Und da kriegt man bestimmt auch einen für vielleicht um die 60 sogar. Aber ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen zu faul jetzt für. Hier ist er, der 71,5er mit Shadow drauf. Ja komm, kriegt halt einfach Shadow. Ist der 74er? Ich gucke nochmal genau hin, aber ist er. So, den nehmen wir mit. Benatia Inform. Second Inform natürlich. So, der hat natürlich richtig kranke Werte. Also wirklich mal für einen 84er Inform, eine 90er Verteidigung und ich glaube 87er Kopfball. Dazu noch 1,88 groß, Medium High Work Rates und den Pace dazu. Also das ist wirklich schon wirklich sehr, sehr krass. So, Benatia hätten wir und da brauchen wir natürlich noch einen Stürmer vorne und da möchte ich gerne den Herrn Lewandowski haben. Ich meine, er soll auf PS4 jetzt ziemlich abgehen und das kann ich auch fast bestätigen. Also gegen mich ist er immer ziemlich nice gewesen. Wir werden erstmal den normalen testen, weil es soll ja eigentlich nur so ein kleiner Formationstest werden, mehr eigentlich nicht. Aber falls er wirklich abgehen sollte, können wir natürlich mal wieder den Second Inform kaufen. So, Foothead stand glaube ich 72, schauen wir mal nach. Okay, kostet dann nicht mehr. Dann gehen wir mal ein bisschen runter. Also 65 gab es glaube ich einen. Ja, 64, 63, okay, gehen wir noch auf 63 runter. 62, nee, 63, joa, bestimmt, jupp. Gut, und dem würde ich gerne Hunter geben. Hier gibt es ziemlich viele Hawks. Das ist Tempo, Schuss und Kopfball. Ja, nee, ich will ihm aber Hunter geben. Da wäre ein Hunter gewesen. Die kosten alle das Gleiche. Ich gucke nochmal kurz durch. Nicht, dass hier irgendwas Kleineres dazwischen ist. Passiert ja auch des Öfteren mal. Aber die sind alle auf 63. Und dann können wir hier mal gucken. Hunter. So. Okay, da haben wir zwei Stück. Und dann nehmen wir den mit 5,99 für 63.000 mit, das passt schon. Ich meine, man sollte jetzt eigentlich kurz vorm Team of the Year nicht mehr als hier diese, vor allem so Spieler wie Lewandowski kaufen. Ich meine, Benatia Inform geht da noch klar, aber so Lewandowski und sowas, die werden richtig schön droppen zum Team of the Year. Deswegen sollte man die jetzt eigentlich nicht unbedingt so kaufen, aber naja. Ich will ja das Let's Play weiterspielen und jetzt nicht irgendwie mal zwei Wochen warten. Und deswegen, aber das Team steht jetzt so schon mal. Und das können wir uns auch natürlich gleich nochmal kurz angucken, warum ich überhaupt sage, die Workrates wären alle vollkommen geil. Sind sie wirklich in diesem Team? So, da hätten wir hier Benatia Second Inform, da vorne im ZOM den Herrn Thiago. Da ist er, Thiago. Und hier vorne im Sturm noch den Herrn Lewandowski. So, ja, so sieht die ganze Geschichte aus. Und gucken wir jetzt hier auch nochmal wegen der Chemie. Passt natürlich alles. Also 9 oder 10 Chemie hier. Und ja, warum ich jetzt hier rausgehe, keine Ahnung. Gehen wir wieder rein. Dann hätten wir jetzt hier hinten natürlich Buffon. Wie gesagt, da könnte man auch Marchetti reinstellen. Dann ist es nochmal ein bisschen günstiger. Aber ich nehme jetzt einfach mal Buffon. Der kann eigentlich alles bis auf Abschlag. Und seine Ballsicherheit ist jetzt auch nicht perfekt. Aber sonst geht eigentlich alles ganz gut bei ihm. Jo, dann hätten wir auf jeden Fall hier noch den Herrn Chiellini, den kennt man jetzt auch mittlerweile. Alter, ich habe schon 200 Spiele mit dem gemacht. Damals noch für 26.000 gekauft. Ja, 10 Tore, 2 Vorlagen. Ja, ist okay. Mittelhoch Arbeitsraten, das ist jetzt schon mal das Erste. Genau, wir wollen ja vor allem auch auf die Arbeitsraten gucken.
Mittelhoch, 1,86 groß, 77 Pace, 86er Defending, 82er Kopfball. Also eine richtige Kante in der Innenverteidigung. Also er ist jetzt nicht der allergrößte, das meine ich jetzt nicht mit Kante, aber er hat halt sehr geile Defense-Werte und dazu halt noch diese Workrates. Dann Thiago Silva ist der nächste mit mittelhoch Arbeitsraten. Er ist nicht ganz der größte, aber ich meine, er ist ein äußerer Innenverteidiger, deswegen passt das. 1,83 groß, 80er Pace, 87er Defending, 83er Kopfball. Also auch er wirklich sehr starke Defense-Werte. Man sieht das auch schon am Overall-Rating hier in der Innenverteidigung. 87, 86, 84. Und jetzt halt noch Benatia in Form, mittelhoch Arbeitsraten, 1,88 groß, 75er Pace, 90er Defending, 87er Kopfball. Ja, was willst du mehr? Alle hier in der Verteidigung mittelhoch Arbeitsraten, alle wirklich sehr starke Defense-Werte und ja, alle auch nicht langsam. Und ich denke mal, viel besser geht so eine Dreierketten-Innenverteidigung gar nicht mehr. Also ich weiß jetzt gar nicht, wen ich mir hier noch wünschen würde. Das Einzige, was man sich vielleicht noch wünschen könnte, ist eventuell Benatia in der Mitte. Und das würde sogar klappen, wenn man... Ja, doch, das müsste klappen. Habe ich den nicht sogar noch? Da habe ich jetzt noch gar nicht so dran gedacht. Das müsste nämlich eigentlich auch klappen. Aber den habe ich nicht mehr im Verein. Wenn ich hier De Sanctis hinstelle, müsste das eigentlich gehen. Ja. Doch, eigentlich schon. Ich gucke gerade nochmal, aber im Prinzip... Doch, das klappt auch. Ich glaube, das mache ich sogar. Dann steht nämlich Benatia in der Mitte, Chiellini außen, Thiago Silva außen. Das gefällt mir sogar noch einen Ticken besser. Und De Sanctis, muss ich ehrlich sagen, der hat mir im Tor eigentlich relativ gut gefallen. Und ja, Buffon hat mich jetzt da auch nicht unbedingt mehr umgehauen. Deswegen machen wir das doch gleich mal. Hier nochmal einen Filter raus. Und dann machen wir mal hier Sanctis rein. Weil das würde mir doch mal einen Tick besser gefallen. Weil Benatia ist der Größte und hat auch noch die besten Defense-Werte und alles. Und deswegen hätte ich lieber den in der Mitte. So, da ist er, der Morgan De Sanctis. Und der dürfte gar nichts kosten. Mal gucken, was wir ihm geben. Ach, ich gebe ihm einfach Katze. Ich weiß nicht, ich glaube, das letzte Mal hatten wir ihn auch Katze und da war er ziemlich gut. So, da gibt es aber noch keinen Treffer. Dann gehen wir auf 1,8. Da gibt es was. So, okay, ja. Das war mal wieder so ein Anzeige-Fail. Es gibt sogar schon welche unter 1000. So, machen wir 900. Nee, aber 950 gab es auf jeden Fall. Ja, drei Stück. Und dann nehmen wir dann den hier mit. Oder erst hier nochmal gucken. Ja, alle 950. Passt. Komm. So, den nehmen wir mit. Und dann passt das nämlich auch wieder mit der Chemie. Da habe ich jetzt noch gar nicht so dran gedacht. Weil das Team vom... Wie heißt er nochmal? BSG oder BTG oder BTG oder BTG, wie man es nennen will. So, De Sanctis, der hatte das nämlich so gebaut, dass Chiellini halt in der Mitte war. Ich meine, ist jetzt auch nicht schlimm. Chiellini ist auch nicht der Allerkleinste mit seinen 1,86 und kann halt auch köpfen und defenden. Aber Benatia, das ist eigentlich nochmal geiler, wenn der in der Mitte steht. So, und dann schauen wir uns das nochmal genau an hier. Und jetzt machen wir hier Buffon raus. Und den Herrn De Sanctis machen wir rein. Und jetzt müsste das wieder passen. Ja, das passt alles sehr schön. Genau, wunderbar. Also so habe ich es nämlich sogar noch lieber. Die beiden schnellsten auch noch über die Außen und halt die etwas kleineren. Ich meine, Chiellini hier mit 1,86 geht auch immer noch vollkommen klar. Thiago Silva ist natürlich klein, aber ich habe Thiago Silva auch schon öfter mal in der Mitte gespielt. Und selbst da hat er immer seine Kopfballduelle gewonnen. Deswegen bei so einem Spieler wie Thiago Silva ist das dann eher, ja, nebensächlich, will ich mal sagen. Dann natürlich das ZDM hier mit dem Herrn Luis Gustavo, mittelhoch Arbeitsraten, 1,87 groß, trotzdem nicht der langsamste mit 75 Pace, natürlich ordentliche Defense-Werte mit 83 Defense, 77 Kopfball und noch einem 76er Passwert. Daneben der gute alte De Rossi, ja auch schon knapp 200 Spiele jetzt bei mir auf der Kante, 13 Tore und 28 Vorlagen, 69 Pace geht bei ihm vollkommen klar, also er ist wirklich sehr spritzig, muss ich sagen. Dazu noch ein 75er Schuss sogar, ein 81er Passwert und natürlich geniale Defense-Werte mit 83 Defense und 84er Kopfball. 4 Sterne Weak Foot und auch mittelhoch Arbeitsraten und auch 1,84 groß. Jo, ich würde mal sagen, der Defensivverbund, der sieht relativ stark aus. Also die haben alle richtig starke Defense-Werte, sind alle über 1,80 groß,
haben alle mittelhoch Arbeitsraten. Also das heißt, die arbeiten alle wunderbar nach hinten mit. Und jetzt geht es natürlich auf die Außen. Die sind in so einem 3-5-2 nicht zu vernachlässigen, weil sonst könnte es natürlich öfter mal passieren, dass die Leute hier über die Außen wegpacen. Aber Lukas mit seinen Mittel-Mittel-Arbeitsraten gleicht sich aus, deswegen das passt auch ganz gut. Dazu noch 4 Sterne Spezialbewegungen, also Skill-Moves. 92er Pace, also schnell sollten sie auf der Seite schon sein. 77er Schuss, 78er Passwert, 88 Dribbling, das geht mal klar. Und auf der anderen Seite dann Sharawi mit Hoch-Hoch, ist auch ordentlich. Auch ein Schneller mit 87 Pace, 80er Schuss und noch ein 85er Dribbling und 4 Sterne Weak Foot. Und dann hier vorne Thiago, ja wie gesagt, der ist natürlich auch ein bisschen Chemiehure. Der muss hier dem Herrn Gustavo den perfekten Link geben, sonst würde der sich nicht so ganz freuen. Und ja, deswegen Thiago hier vorne, sieht aber auch nicht schlecht aus. Hochmittel Workrates, 4 Sterne Skill Moves, 4 Sterne Spezialbewegung, das ist ja das gleiche. Und 4 Sterne Weak Foot meine ich natürlich. 76er Pace, 78er Schuss, 83er Passen und ein 87er Dribbling. Also auch ganz hübsche Werte. Ist zwar nicht ganz der größte, aber naja, das sollte schon klar gehen. Und dann natürlich vorne Aubameyang mit 95 Pace, 1,85 groß, Hochmittel Workrates, 76er Schuss, 73er Passwert, 76er Kopfball, Rechtsfuß. Ja, okay, er hat jetzt zwar kein Weak Foot, also keinen guten und auch keine Spezialbewegung. Aber ich muss einfach sagen, gegen mich hat er immer so oft getroffen, also wirklich sehr, sehr oft. Jetzt in unserem Team, wo wir ihn gespielt haben, jetzt nicht so pralle. Ich meine, er hat 5 Scorer-Punkte in 4 Spielen, aber ja, wie gesagt, ihr wisst ja, ich komme mit dem Team auch nicht ganz so prickelnd klar, also mit dem Bundesliga-Team. Und dann noch Lewandowski eben gerade gekauft, 82er Pace, 1,84 ist er groß, 1 cm kleiner, auch hoch, mittel Arbeitsraten. Allerdings wie Thiago, schwacher Fuß 4 Sterne und Spezialbewegung 4 Sterne. Dazu noch ein 78er Schuss, habe ich das schon gesagt? Ich glaube schon. 84 Dribbling und 83er Kopfball. Und ja, gegen mich ist er jedenfalls immer am Knipsen gewesen, hat sich immer gut durchgesetzt etc. Hatte gute Laufwege und deswegen. Joa, das Einzige, was wir vielleicht noch machen können, wäre dem Herrn Aubameyang einen Chemistry-Style draufpacken. Mal gucken, was wir da so rumliegen haben. Ja, Aubameyang müssen wir natürlich nicht mehr den Pace pushen. Ich würde ja fast sagen, einen Deadeye oder einen Finisher. Finisher ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, ich gebe ihm einen Finisher. Doch, Finisher passt gut. Geben wir dem Herrn. So, aber sonst müsste das eigentlich alles passen. Ja, so sieht das neue Team aus. Gucken wir mal, was wir hier noch für Manager vielleicht reinpacken. Was können wir da machen? Ein Italiener vielleicht mit der Bundesliga wäre nicht schlecht. Aber sowas haben wir wahrscheinlich nicht. Was haben wir denn hier überhaupt an deutscher Liga? Ich glaube, doch einen müssen wir eigentlich haben. Okay, aber das ist kein Italiener. Ich glaube, ich packe erstmal den Italiener hier rein, aus der italienischen Liga gut ist. Dann haben ja die Bundesliga-Leute und Lukas haben halt jetzt erstmal nur 9 Chemie, bis sie ihre Spiele rum haben. Aber ansonsten sieht so erstmal das Team aus und ich bin wirklich gespannt, wie das dann so laufen mag. Ob ich damit klarkomme, also ich muss sagen, ich treffe des Öfteren jetzt wieder auf Dreierketten. Am allermeisten, wie gesagt, auf 4-2-3-1, genau. Aber ich muss auch sagen, Dreierketten sind auch gar nicht mal so wenig. Also auf PS3 war es sehr viel weniger. Und auf PS4 kommen sie jetzt langsam wieder. So sieht das... Haben wir Falcao? Wieso haben wir Falcao im Verein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Und ich bin gespannt, wie sich das so spielen lässt. Jetzt werden wir zum Abschluss wahrscheinlich nochmal 2 Päckchen ziehen oder ein Päckchen. Mal gucken. Aber ich denke mal, direkt im nächsten Spiel werden wir die Jungs mal testen. Und ja, ich bin gespannt, wie sie sich spielen lassen. So, jetzt gucken wir mal hier. Gibt immer noch nur die 7 halber Packs. Ich muss auch mal sehen übrigens, jetzt nochmal hier zum Abschluss. Eventuell kommen vielleicht auch heute an dem Tag, wo ihr das Video seht, nur 2 Videos. Ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Aufnehmen schaffe. Ich werde versuchen, 3 hochzubringen, aber vielleicht werden es auch nur 2. Müssen wir sehen. So, hier wieder nur Scheiße, ganz viele Verträge, weil wir ja keine haben. Dazu noch Wall, Heilung und was? Ein Wappen von Sassuolo oder sowas. Und Dortmund Auswärtstrikot, habe ich anscheinend noch nicht. Ich dachte, ich hätte alle. Okay. Na, komm, push dich. Nosa als ZOM.
Rever. Ja, okay, nichts Interessantes mehr. So, komm her, Wall. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Und natürlich das Dortmund-Trikot, das packe ich mir auch mal ein. Und der Rest kommt dann weg. Ja, den Rest brauchen wir nicht mehr. Das wäre es aber eigentlich gewesen. Obwohl, komm, ziehen wir noch ein Päckchen. Sonst war es wieder ein bisschen zu kleiner Päckanteil hier. So, 7,5er, ab geht's. Nehmen wir mit. Mit Vidal nochmal drauf und dann gucken wir mal, was drin ist. Ich lege den Controller schon mal zur Seite. Ich schätze jetzt einfach mal, da wird nichts drin sein. Ja. Komm. Und es ist... Oh, was war denn das? Ah, scheiße. Ich habe fast gesehen... Ich habe gedacht, es wäre ein 87er Rating und von Chelsea. Also vielleicht sowas in die Richtung Mata. Aber es ist leider Gottes nur Terry. Dazu noch Wesley und... Ja, wir gucken vielleicht nochmal hinten. Nicht, dass hinten noch irgendwas ist. Nee. Gehen wir nochmal ganz nach rechts. Nee, okay. Also es ist nichts sonderlich Interessantes dabei. Deswegen würde ich sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.